Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sprechen heute darüber, wie man allgemein Teams zusammenbaut. Und vorab grüße ich mal die Leute, die regelmäßig meine Videos schauen und mir auch öfter mal Feedback geben. Zum Beispiel Waldhexe, Kate, Zocker Elias, Icebox, Noemi und sicherlich auch viele mehr, die regelmäßig meine Videos schauen. Gib diesem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Denn das befeuert den Algorithmus und sorgt für mehr Reichweite, und mehr Reichweite für mich bedeutet mehr Videos für euch. Ja, wie man Teams zusammenbaut, ist natürlich sehr individuell, aber euch muss klar werden, dass ihr mit der Zeit lernt, was eure Gegner machen, und demnach muss man auch lernen, was deren Fähigkeiten sind und wie man hier Teams zusammenstellt. Also wenn ich mir hier jetzt zum Beispiel ein Kampagnen-Level angucke, dann heißt es für mich hier definitiv, dass ich hier mit Rot oder Lila rein muss und jemanden dabei haben muss, der Heilung verhindert. Bedeutet ein Elmist, eine Morgan oder Reginald, den man hier mitnehmen muss. Und so müsst ihr halt immer mit der Zeit lernen, was eure Gegner machen. Ihr werdet ein Gefühl dafür bekommen, und hier eignet sich zum Beispiel für Wanda immer ein Schadensteiler, sowas wie Jane oder Isadora. Und so müsst ihr halt auch eure Teams zusammenstellen, genauso im PvP auch. Wenn ihr hier guckt in der Arena zum Beispiel und ihr sucht hier einen Gegner, dann guckt ihr halt, was wäre hier jetzt stark gegen? Ja, der hat jetzt drei gelbe, da könnte man vielleicht mit Lila rein. Allerdings auch hier ein bisschen gefährlich, weil Volos Lupita hier ständig zünden lässt. Aber so müsst ihr halt vorgehen. Also bei PvP-Kämpfen mache ich das meistens so. Ich sehe, die haben vielleicht von einer Farbe zwei oder drei. Und dann boxe ich da meistens auch mit der Farbe rein. Und ja, allgemein stellt man so halt die Angriffsteams zusammen. Ihr guckt halt, was die Gegner machen, und viele der Gegner, die kommen immer wieder mal vor. Und so lernt ihr halt peu à peu die Fähigkeiten der ganzen Gegner. Und dann wisst ihr auch, was man hier wählen muss. Hier der Sensenmann zum Beispiel, der verringert die Verteidigung. Der hier, der saugt halt diese lila Gegner, die lila Gegner wieder ein und ist halt in der Zeit sehr verwundbar auf Rot. Und so müsst ihr halt ja das Spiel verstehen und was diese Gegner halt machen. Samuels Effekt sollte ja auch mittlerweile jedem bekannt sein, dass er Heilung in Schaden umwandelt, also demnach vielleicht nicht heilen, wenn man sein Zeichen gerade drauf hat. Genau, und ja, hier zum Beispiel braucht man einen Dispeller, weil der macht Schadensteilung mit den zwei hier vorne. Dann nimmt man halt Gwen damit oder Lynn. Und so lernt man das halt Stück für Stück. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, und macht euch da nicht verrückt. Und wenn ihr an einem Level nicht weiterkommt, dann überlegt euch, woran scheitere ich? Habe ich zu wenig Damage? Nehme ich vielleicht den Feuerdrachen mit, damit ich mehr Damage habe? Oder zum Beispiel gegen Reginald kämpft man. Da hilft es, zwei Dispeller zusammen zu bringen, zum Beispiel Alia und Cassandra. Dann macht man mit Cassandra den Scoreboard-Effekt weg und kann mit Alia heilen. So bin ich dann im Turm halt weitergekommen. Und ja, im Prinzip ist es nicht so schwer, man muss halt nur immer gucken, was man braucht und woran man scheitert. Wenn man gegen Gegner kämpft, die hohen Single-Target-Damage haben, dann braucht man halt einen Schadensteiler. So. Und so verkehrt man halt, und mit Verteidigungsteams ist das Ganze nicht ganz so einfach. Ich habe auch nicht das optimale Verteidigungsteam, muss ich euch sagen. Aber die wichtigsten Sachen sind die Formation. Das liegt halt auch daran, welche Helden man zur Verfügung hat. Und dass man beispielsweise einen Dispeller weit links hat, damit der erst dispellt und dann geheilt wird. Ah, was ist los, Jungs? Braucht ihr neue Chips?
Ja, ich mache euch gleich was anderes an. So, sorry dafür. Ja, und dann, man muss halt auch ein bisschen ausprobieren, ne? Was funktioniert in der Arena? Dafür sind ja beispielsweise diese Wiederholungen hier da, und dann kann man sich mal angucken, woran der Kampf gescheitert ist, wenn man verloren hat. Und dann macht man ein neues Arena-Team und probiert das auch dann wieder. Also viel geht einfach auch über Probieren. Und wenn man wirklich nicht weiterkommt, ja, Fragen kostet nichts. Also kann man auch gerne die Community fragen. Wer möchte, kann auch meinem Discord-Channel joinen. Da wird einem auch immer geholfen. So, und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Video. Wie baut man Teams zusammen? Das ist, wie gesagt, immer sehr individuell und ist gegnerabhängig. Ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und wir hören uns beim nächsten Mal.